Vor dir ist ein leerer Codespace und in diesem Tutorial geht es um die ersten Schritte. Was kann ich jetzt machen, um diesen Codespace zu füllen? Ganz wichtig ist eigentlich hier unten dieses Menü aus diesen drei Punkten. Wir fangen mal ganz rechts an bei Umgebung. Im Moment ist ja da noch nichts. Dann gehe ich bei Umgebung mal auf Bearbeiten und hier kann ich mir dann schon verschiedene, hier eine Wüstenlandschaft oder eine dieser anderen Thematiken. Ich kann zum Beispiel auch auf dem offenen Meer sein. Auch schick. Prinzip ist klar, kann ich hier hinzufügen. Ich könnte auch ein eigenes 360-Grad-Foto hochladen, ist aber jetzt vielleicht nicht unbedingt für den Laien. Wenn man jetzt hier sagt, wie kann ich denn das drehen? Klassisch linke Maustaste drücken, halten und dann die Maus bewegen, dann bewegt sich die Ansicht unabhängig von dieser Kamera. Die Kamera ist auch nur ein Objekt, das eingefügt ist. Was kann ich jetzt noch hinzufügen? Einen Bühnensound. Ich habe mir hier einmal Rainforest Ambience ausgesucht. Die Website, von der ich, oder eine Website, auf der man sich diese freien Sounds herunterladen kann und dann entsprechend bei Codespaces wieder hoch, die werde ich natürlich in der Beschreibung hinterlegen. Dann ist jetzt hier mein Bühnensound. Klicke ich da drauf, kann ich nochmal anklicken, zum Beispiel, dass der sich wiederholt. Das heißt, der wird nie aufhören. Das ist ja auch irgendwie ganz interessant. Jetzt hat man gesehen, ich kann entweder hier über Bühnensound was hochladen oder ich könnte auch über Upload gehen. Gucken wir uns Upload an. Da gibt es auch noch verschiedene andere Dinge, die ich hochladen kann. Sound läuft erstmal im Hintergrund als Bühnensound und das ist ja eine ganz nette Geschichte, die auch sehr einfach ist. Hier habe ich wieder ein kleines Kontextmenü. Set as Scene Sound wäre der Bühnensound. Dann der dritte große und wahrscheinlich wichtigste Punkt ist hier die Bibliothek. Und da habe ich jetzt zum Beispiel Tiere oder Figuren. All diese Dinge, die ich hier hinzufügen kann. Es macht jetzt mal nichts, dass wir uns auf dem Wasser befinden. Ich kann irgendetwas nehmen. Linksklicken, halten, reinziehen und dann erscheint das hier. Manchmal dauert es einfach noch ein bisschen kurz. Ich kann hier nach wie vor mir diese Sachen so anschauen. Dann, wenn ich die linksklicke und rumziehe, dann bewegen die sich genau dahin in der horizontalen Ebene, also auf diesem virtuellen Boden, wo ich sie eben hinziehe. Und jetzt sieht man, dass hier sofort ein Kontextmenü quasi aufpoppt. Und das hat jetzt vier verschiedene Möglichkeiten, mit denen man arbeiten kann. Also klicke ich hier links, kann ich es größer, kleiner ziehen. Das wird alles maßstabsgetreu dann halt eben hoch oder runter gemacht. Drehen wir nochmal ein bisschen, dass die Kamera nicht im Weg ist. Ich kann hier das Ganze in der Vertikalen verschieben, und zwar nach oben. Nach unten geht nicht. Wenn ich jetzt rechts, links die Maus bewege, passiert gar nichts, sondern da geht es einfach auf demselben Fleck. Das sieht man auch in dem Kreis nach oben und unten. Dann kann ich hier in den Rotationsmodus, das sind drei Ebenen, blau, rot und grün. Die kann ich entweder einzeln oder auch kombiniert drehen. Wie ich lustig bin, kann ich mich da austoben und das Ding entsprechend schräg machen. Und zu guter Letzt, wenn ich hier raus möchte, klicke ich nochmal auf den Rotationsmodus und dann kann ich hier auf den Translationsmodus. Da kommen jetzt diese drei Pfeile und da gehen wir der Einfachheit halber einfach wieder auf diese Person. Da sieht man, dass das genau drei grundsätzliche Ebenen sind. Also die drei Ebenen des Raumes. Klicke ich auf diesen Pfeil, bewegt sich mein Charakter in beide Richtungen wohlgemerkt. Hin und her, aber nur in dieser Ebene, nur in dieser Ebene oder nur in der blauen, die dann gelb wird, Ebene nach oben und unten. Das sind also die ganz grundlegenden Dinge, die ich machen kann. Wenn ich dann ausprobieren möchte, habe ich jetzt alles so hingeschoben, wie ich das gerne möchte. Ja, machen wir das nochmal ein bisschen so. Dann kann ich mir anschauen, wie nachher mein Codespace aussehen wird, wenn man den spielt. Und dann dazu klickt man hier oben auf Play. Dann wird diese. Ah, okay. Man hört den Hintergrundsound, sehr schön. Hier ist mein Sessel. Aber wo ist denn. Ah, okay, sie ist hier. Also ist ja irgendwie blöd. Und wie schon gesagt, ist die Kamera auch nur ein Objekt, was hinzugefügt wird. Das heißt, ich kann auch diese verschieben und drehen. Und dann werde ich die jetzt mal ein bisschen so drehen. Da werde ich mal den Sessel hier noch ein bisschen herholen. Komm rüber. Und dann probieren wir nochmal aus, ob ich beides schon von Anfang an sehen kann. Aha. Und das sind die ersten Schritte von Codespace.